Martin Sellner Fanclub beantragten heutigen Aktuellen Stunde ist so durchgeknallt, dass man Humor dahinter vermuten könnte, wenn man nicht wüsste, von wem er stammt. Kritik ist kein Rechtsextremismus, so hat er mal geheißen. Wie wahr? Aber Kritik an Rechtsextremisten ist auch keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern im Gegenteil. Kritik an Rechtsextremisten ist dringend geboten. Ja, Meinungsfreiheit, die Songs of Freedom, wie Bob Marley gesungen hat. Wohlgemerkt, wir stehen hier nicht im Bierzelt bei der zweiten Mass. Wir sind im Deutschen Bundestag. Die Debatte wird live übertragen im Parlamentsfernsehen und bleibt dort archiviert. Außerdem wird sie festgehalten im schriftlichen Protokoll und ist später für jede und jeden nachzulesen. Mehr Öffentlichkeit, mehr Meinungsfreiheit, mehr Transparenz geht eigentlich nicht. Für Wladimir Putin, mit dem zusammen ihr Bernd Höcke so gern unschlagbar sein möchte, wäre das, was wir hier